Aloha und die Kumai, herzlich willkommen zum neuen Fortnite-Shop-Video. Auch heute schauen wir wieder gemeinsam, was denn Neues in den Shop hineingekommen ist. Und wir scrollen gleich mal nach ganz oben. Da haben wir die Aura zurück, mal wieder im Shop nach einem Monat wieder da. Hat auch einen weiteren Stil noch in so, weiß ich auch nicht, wie das heißt. Wie heißt das? Winterjägerin, okay. Dann haben wir dazu den Guild natürlich auch zurück. Der hat auch so einen dunklen Stil dazu. Auch nach einem Monat zurück. Und der Diamantschädel ebenso. Auch natürlich der Beutebeutel ist dann wieder dabei. Und auch der Blingbeutel. Alles nach 30 Tagen. Und dann haben wir Komplex, die ist nach 31 Tagen zurück. Hat hier ein reaktives Outfit, das in der Nacht leuchtet. Und weitere zwei Stile. Dazu haben wir dann das Straßenkreuz als Axt. Natürlich auch in den beiden Stilen. Und wir haben Exil, den Gleiter. Alle doch nach 31 Tagen zurück. Dann haben wir Farbfleck. Auch der natürlich nach 31 Tagen zurück. Und wir haben dann in der nächsten Zeile unser Zone Wars Paket, das nach 32 Tagen zurück ist. Einmal mit der Gefahrenzone, die hat zwei Stile. Und auch die Hitzezone mit zwei Stilen. Dazu dann das Backblink, Sternenströmung, was dann auch die beiden Stile hat. Dann haben wir die Ultraklingen. Auch in den Stilen. Und wir haben Venturion, der ist nach 30 Tagen auch wieder da, hat noch so einen roten Stil und auch das Backblink, der Umhang, passt sich da natürlich an. Dann haben wir Ventura, für die trifft das gleiche zu, einmal in so einem gold-weiß Stil und dann auch in rot. Dazu gibt es die Aerodynamik als Axt. Die sagt alles auch nach einem Monat zurück. Und Triumph, der Gleiter. Der ist auch nach einem Monat zurück. Gehört da ja zu. So, und dann haben wir da täglich vorgestellt. Einmal die Schnorchel-OPS als günstiger Skin. Ist nach 32 Tagen zurück. Dann haben wir den gestrandeten Jonesy nach 34 Tagen zurück. Dann haben wir Schrullig nach 37 Tagen zurück. Elektro-Swing nach 44 Tagen. Dann haben wir die 8-Kit-Lackierung. Die beehrt uns nach 31 Tagen wieder. Und dann haben wir noch mein Idol, was nach 37 Tagen wieder zurück ist. Hier haben wir dann noch das Monarch-Level-Aufstiegspaket. Die Halloween-Skins sind noch da. Gestern kam ja hier Rock und Gambit rein von X-Men. Mit den ganzen Gleitern und Äxten. Also die Axt hier ist auch total nice. Zeige ich euch das, wenn ihr das gestern nicht gesehen haben solltet. Auch der Gleiter, voll cool. Und auch die Holo-Axt finde ich nett. Und Blackbird, der Gleiter, ist auch dabei. Und dann gibt es noch zwei Emotes dazu. Wie gesagt, nice Sachen. Dann haben wir hier noch die weiteren Marvel-Skins. Uncharted ist noch dabei. DC ist da noch dabei. Und auch wir haben auch noch Horizon Zero Dawn. Die Aloy ist noch dabei. Noch die üblichen Pakete. Auch noch nichts Neues dabei. Und wir haben die neue Fortnite Crew vorgestellt. Da haben wir einmal Tracy's Trouble. Die gibt es in zwei Stilen. Nämlich nochmal so in so dunkel-lila. Das Backbling gibt es dazu. Passt sich auch an. Dann haben wir Herzeleid, die Axt. Auch die natürlich in den beiden Stilen. Und dazu gibt es noch die Lackierung Tracy's Arsenal. Also das Crew-Paket für März. Das war's schon mit dem Shop für heute. Mahalo bis zum nächsten Mal. Ciao, eure Sam.